Künstler fragen Künstler. Moin zusammen. Heute bei mir Sanne Kurz, Mitglied des Bayerischen Landtags für die Grünen. Und sie ist Filmemacherin, Vorstand im Künstlersozialwerk. Sanne, moin, Tag. Hi, grüß dich, Peter, hallo. Ich habe 7 Fragen an Mitglieder unseres Vereins. Erste Frage, welcher Gedanke ging dir heute Morgen, nachdem der Kaffee dann einigermaßen frisch im Bauch war, durch deinen Kopf? Ganz wichtig ist morgens immer, den Tag irgendwie zu strukturieren und zu wissen, wer kann was gerade überhaupt wie organisieren. Also im Moment sind ja alle Kitas geschlossen, ich habe 4 Kinder und da ist eine der größten logistischen Überlegungen jeden Tag. Mein Mann ist im Homeoffice, der arbeitet auch im Filmbereich, der sitzt im Keller. Ich habe mich den Dachboden zurückgezogen, aber irgendjemand muss sich auch um die Kinder kümmern. Und das ist tatsächlich jeden Morgen dann immer, okay, wer macht heute wann was, wann ist welche Konferenz, wo kann man dann irgendwie die Kinder mit Handy oder so nebendran setzen, damit die Videos schauen. Das ist schwierig und das ist auch für die Kinder nicht schön und ist anstrengend, aber geht. Genau, wir kommen durch. Und was macht die Krise im Augenblick mit dir? Also ich bin ja seit 2018 Abgeordnete und ich habe natürlich, dadurch, dass ich für Kulturpolitik und Film zuständig bin, wahnsinnig viel zu tun. Ich habe normalerweise ohne Corona-Krise so 100 Mails am Tag. Im Augenblick hat sich das mehr als verdoppelt, weil natürlich die Betroffenen uns schreiben und das ist auch sehr, sehr gut so. Man merkt, dass im Kulturbereich sehr, sehr divers, sehr kleinteilig ist. Das heißt, es ist nicht so, wie die DEHOGA sagt was und alle nicken, sondern also der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband ist ja so eine große, schlagkräftige Organisation. Im Kulturbereich ist es viel kleiner, als obwohl wir im Kulturbereich 3-mal so viel finanzielle Einbußen haben werden wie der Gastro- und Hotelleriebereich, haben die einfach viel mehr Aufmerksamkeit von Tagesschau bis Presse, weil die eben nur so ein großer Verband sind. Während Kultur, das sind die Leute, die die Bühne aufbauen, das sind die Leute, die hinter den Kulissen arbeiten, das sind die Leute, die auf der Bühne stehen. Und da ist bei mir natürlich irre viel Arbeit. Aber was mich auch total bewegt ist, ich kenne das ja selber. Ich bin Mitglied im Berufsverband Bildender Künstler im BBK, weil ich als Performerin auch gearbeitet habe, als Freie. Ich bin Filmemacherin. Ich habe vor, glaube ich, 8 Jahren das erste Mal das steuerfreie Existenzminimum überschritten und musste überhaupt erstmal Steuer zahlen und das immer mit Familie und mit Kindern. Und ich weiß ganz genau, wie es diesen Leuten da draußen geht. Ich weiß ganz genau, wie das ist, wenn das Geld für die Miete nicht reicht. Ich weiß ganz genau, wenn auch diese Unsicherheit da ist. Können wir im September arbeiten? Können wir im Juli arbeiten? Was ist eine Großveranstaltung? Darf ich öffnen? Darf ich nicht öffnen? Also das ist was, was mich total bedrückt und was mich auch nachts echt nicht schlafen lässt. Hat sich dein, ich mache mal so in Anführungsstrichen, künstlerisches Arbeiten, du bist ja jetzt nicht nur Politikerin, sondern auch Künstlerin, hat sich da irgendwas verändert oder wie hat sich die Arbeit verändert für dich oder die Sichtweise? Also meine Sichtweise, ich mache im Moment vor allem im Kunstbereich noch so organisatorische Sachen hinter den Kulissen. Und da hat sich natürlich ganz viel verändert in Richtung von, wie können wir denn Publikum finden? Wie können wir denn auch ein Publikum finden, was bereit ist dafür zu zahlen für etwas? Ja? Und das ist was, wo ich mir dann auch wiederum von den regierenden Parteien einfach mehr Vorgaben wünsche, weil wir sind Kreative, wir sind Künstlerinnen und Künstler und ich glaube, Kreative, wenn sie wüssten, okay, du darfst Veranstaltungen machen mit 2 Personen, du darfst Videowalks mit einer Person machen. Das Residenztheater hatte eine tolle Inszenierung, wo man einzeln rumgeführt wurde durch die Katakomben des Residenztheaters. Das sind ja Sachen, die wären alle möglich. Ein Museum ist riesengroß, hat irre viel Platz, da arbeiten aber sehr viele Leute drin und da wird auch viel vermittelt. Und ich wünsche mir, dass wir als kreative Rahmenbedingungen bekommen, wo wir ganz klar wissen, unter welchen Umständen wir wieder arbeiten können, weil es gibt ganz bestimmt sehr viel, wo der Infektionsschutz echt keine Rolle spielt und wo Dinge möglich wären. Du hast vorhin schon so ein bisschen davon erzählt, aber trotzdem die Frage, was bedeutet für dich zu Hause arbeiten? Ich habe schon eine Mail vorbereitet mit ein paar Bildern.
Ich probiere jeden Tag ein Foto zu machen, um das zu dokumentieren, einfach, was hier gerade passiert und diese komische Welt, in der wir gerade alle leben. Für mich war immer wahnsinnig wichtig der Kontakt zu Menschen. Also wenn man mich gefragt hat beim Filmemachen, was ist denn für dich das, was dir nicht gefällt, was findest du denn negativ beim Filmemachen, dann war immer mein einziger sozusagen Wermutstropfen, war immer, ja, so als Filmemacherin, man ist doch, bis auf die Drehzeit, ist man sehr viel alleine. Man ist sehr viel in der Vorbereitung, man schreibt sehr viele Mails, man hat oft auch kein Büro mit Kolleginnen und Kollegen zusammen, man ist sehr viel alleine und darunter leide ich wirklich schon. Also ich bin total dankbar, dass ich jetzt mit dir sprechen kann. Ich bin auch dankbar um jede Konferenz, das kannte ich so von mir vorher nicht, weil man einfach halt, man sitzt sehr viel mit sich selbst und gleichzeitig hat man natürlich, wenn man Familie hat oder wenn man normalerweise gute Freunde hat, hat man auch immer diesen Zwiespalt, dass man natürlich auch für die da sein will, aber sie nicht treffen kann. Und ich glaube, dass auch gerade jüngere Kinder, also ich habe meine zwei Kleinsten sind 2 und 6 und die verstehen das gar nicht, warum sie Freunde nicht treffen können oder warum ich keine Zeit für sie habe, wo ich doch zu Hause bin. Was fehlt dir besonders? Menschen. Okay. Und was denkst du, wird sich verändert haben, wenn die Krise vorbei ist? Also, was ich denke, was sich verändert haben wird und was ich hoffe, dass sich verändert haben wird, sind zwei sehr unterschiedliche Dinge. Ich hoffe, dass sich verändert haben wird, dass wir sehen, dass ein Turbokapitalismus, ein Turbokapital. Ich hoffe, dass sich verändert haben wird, dass wir sehen, dass ein Turbokapitalismus vielleicht nicht das Erstrebenswerteste auf dem Planeten ist. Ich hoffe, dass wir erkennen, dass manche Dinge vielleicht doch nicht so wichtig sind, also dass man auch mit weniger Konsum gut rumkommt. Ich hoffe, dass wir sehen, dass Solidarität was unglaublich Wichtiges ist. Aber ich denke, ehrlich gesagt, dass große, starke Wirtschaftslobbys es schaffen werden, dass sehr schnell wieder der Flugverkehr so ist wie vor der Krise, dass sehr schnell wieder einfach die Maßstäbe gelten, die vorher da waren. Ich hoffe, das wird nicht so sein. Und ich werde auch alles dafür tun, in meinem Umfeld dafür zu kämpfen. Aber da ist natürlich nicht besonders hilfreich, dass wir in Deutschland kein Lobbyregister haben. In der EU gibt es das. Da kann man das nachlesen, wer wo wann war, mit wem gesprochen hat, worüber. Und es wäre hilfreich, weil die Öffentlichkeit dann auch dafür kämpfen könnte, dass diese Solidarität und diese Erkenntnis, dass die bleibt, auch nach der Krise. Ja, herzlichen Dank für deine Antworten. Ich wünsche dir, dass die Hoffnung in Erfüllung geht. Dem kann ich mich sehr anschließen. Und dass du in der Zeit, die jetzt noch da ist, das gut organisieren kannst zwischen Dachboden und Keller. Ja, ich danke dir und ich danke allen, die jetzt zuhören. Und ich wünsche dir, uns allen, dass wir gesund bleiben und ja, herzlichen Dank. Bis bald. Ich denke und ich hoffe, dass wir uns bald in München wieder konkret real sehen dürfen. Alles Liebe, alles Danke. Gute. Bis dann. Tschüss. Ciao, Peter. Danke für die Ciao. Zeit mit Menschen. Ciao. Gerne. Tschüss.